Story Progress. Gerade rechtzeitig? Rechtzeitig wofür? Wo sind denn alles? Irgendwas los? Wir sollen bestimmt geopfert werden jetzt. Schauen wir uns alles genau an. Kundschafte Morbid statt aus. Also, so können wir wieder rausgehen. Was machst du hier? Warum bist du nicht? Moment mal. Bist du das, Kaylee? Du bist eine Deserteurin. Ach, war doch klar. Ich glaube, ich kann hier generell viel auf beim Feuer gehen, weil die viel dieses Allseher-Vieh haben. Die AP. Ich glaube, es hackt. Boom. Ah, können wir nochmal machen. Alles genau so. Was für eine geile Attacke. Angriff des Astraltyps ziehen Kraft. Achso. Ziehen Kraft ab. Ah. So. Kritischer Schaden. Sieg. Aha. Deserteurin. Ich kann mich nicht mal an diesen Mann erinnern, aber er weiß offenbar, wer ich bin. Na los, gehen wir weiter. Ich glaube auch, die haben gerade ziemlich Bock, sie kaputt zu machen. Wie schnell ich bin, das ist so cool. In der hingekritzelten Notiz steht: Diese Untertassenkreatur kommt aus ihrer Schale, wenn sie die Fähigkeit erhält, in der Nähe ihrer Gegner zu bleiben. Aha. Whatever. Oh, nu? Also, hier ging's nicht lang. Schade. Ihr da, ihr tragt eure Roben nicht. Seid ihr Außenstehende, die diese Zeremonie sabotieren wollen? Der ist jetzt Feuer. Na gut. Ich lösche ihn. Soll mir recht sein. Hopp. Neuer Wurf. Was? Klaps. Zack, zack. Wir warten jetzt erstmal, was er als nächstes einwechselt. Ein Feuervieh wieder. Dann nehmen wir doch Wind. Wind ist gut. Sandsturm. Genau deswegen. So, und du machst noch Schallknall und dann ist das Ding erledigt. Können wir auch glühende Kohlen machen. Ja, ganz so schnell doch nicht. Ist nämlich auch eine Entwicklung. Machen wir das so. Wieso ist denn der nochmal dran? Jetzt aber. Das hat aber Erfahrung gebracht. Dafür ist es hier gerade ganz gut. Ihr werdet uns nicht aufhalten. Übelst der Kult, ey. Gut, dann hier. Nächsten angreifen. Moin. Dorian hat erwartet, dass es vor der Zeremonie Ärger gibt, also habe ich Wache gehalten. Oh, machst du ja sehr, sehr gut. Gift! Schön.
Ich glaube, es hackt. Kriegt er jetzt Aufwind, weil da ein Luftball ist? Ich fasse das alles nicht. Nimm mal den. Ach nee, der hat Luft. Ah! Kann ich mit Multischuss ihn jetzt mehrmals das abziehen? Ja, ja. Multischuss ist gegen diesen Wall super. Der kann auch Schallknall. Dann nimmer tot. Warum habe ich denn den eigentlich noch nicht? Nochmal. Der ist ja sehr. Sehr, sehr. Kreativ in der Kassettenwahl. Bob, 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 Bob. Mal einen hätte es auch noch machen können. Na egal. Halbwegs egal. Kohlenkessel, Stufe 4. Fokus, erhöht die Präzision des Benutzers. Wow, ob ich das jetzt unbedingt brauche, weiß ich nicht. Ich soll Wache erhalten. Was für Dorian im Schilde? Dorian im Schilde, ich mache mir Sorgen. So, nächster. Ach so, ich hätte mein Feuerfieber. Bist du ein Eindringling? Dorian wird voll sauer auf mich sein, wenn ich es nicht schaffe, dich aufzuhalten. Ich hätte meinen Hund nochmal. Warte, gegen Wind. Da machen wir Galagor. So, jetzt kannst du hier auch einen Multischuss anwenden. Und du kannst auch einen Multischuss anwenden. Und das können wir gleich nochmal machen. Boah, kritisch. Ich habe die direkt kaputt gemacht. Die konnte ihre zweite Kassette nicht spielen. Das war jetzt das erste Mal, dass das klappt. Geil. Jetzt stecke ich richtig in Schwierigkeiten. Psst. Ah, moin. Ja gut, und weiter? Wie komme ich jetzt da hoch? So, oder was? Ach nee, ah, Moment. Kann ich bestimmt hier drinne. Ja, hier. Inventar zurückspulen. Und zwar mein Feuervieh. Die sind noch voll und passt alles noch. So, gehen wir weiter. Kommt wieder jemand? Nee. Fühlt sich komisch an, wieder hier zu sein. Moin. Hey, neue Freunde. Bedauerlicherweise ist es der Wille des Schlangengottes, dass ich unsere Gemeinde gegen Außenstehende verteidige, aber das ist wirklich nichts Persönliches. Schlangengott. Mach's klapper. Du wirst, glaube ich, nicht so viel Freude haben jetzt hier. Das verzeihe ich dir. Und jawoll. Bumm. Machen wir einen Multischuss. Verzweiflung? Was war denn das bitte? Nett.
nichts Persönliches. Ich hab noch einmal zurückspulen. Dann war's das. Muss ich neu kaufen. Ist nicht teuer, aber ich hab dann halt hier nichts mehr, ne? Hui. Das ist ein bisschen wie Schlittschuh fahren. Komm her, mein. Die Kinder des Kummers haben die Pflicht, Außenstehende abzuwehren. Du trägst das Gewand des Kindes des Kummers nicht. Daher musst du bezwungen werden. Kind des Kummers. Oh, Wind. Na, schlecht. Hab ich gerade nur gemerkt. Was ist denn gegen Wind gut? Elektro zum Beispiel. So. Verbrennen. Ich kämpfe gegen meine Vorentwicklung. Quasi hier. Multischuss. Bam. Bam, bam, bam. Glotzenmieze. Geiler Name. Das Problem ist jetzt nur folgendes. Ich jetzt schon wieder wechseln muss. Es ist zum Mäusemelken. Aber hier. Geerdet. Nochmal Leben absorbieren. Und du machst einfach Multishows und dann ist gut das Ding hier. Oh, halt das gut. Ist so weh. Aber kaputt ist er trotzdem. Uiuiuiui, da wurde er ganz schön verkloppt. Wenn die Rüsselampel mal noch weiter aufsteigt. Bruder Cooper, es tut mir leid. Die transformative Kraft der Kassette hat eine große symbolische Bedeutung. Die vier Seiten ihrer rechteckigen Form passen zu den vier Seiten des Menschen. Vorne, hinten, links und rechts. Was ist oben und unten? Wie auch immer, ich sollte wahrscheinlich versuchen, dich aufzuhalten. Ja, good luck, sag ich mal. Good luck. Oh, der hat ein Sterntierchen. Nehmen wir Gift. Und hier nehmen wir auch Astral, würde ich sagen. Das tut dir gar nicht gut, ne? Guck mal, ich habe einen Giftstich für dich. Das wird dich ärgern. Das wird dich sehr ärgern. Und dann machen wir Geistesverschmelzung. Bam! Aber die haben extrem viel Leben einfach. So, da kann ich meditieren. Das hat schon mal viel gebracht. Du kannst dich jetzt ausschlafen. Und der kann jetzt nur noch Klaps machen und so ein Mist. Und das bringt dem natürlich gar nichts. Weil der ja ein Tank ist und kein Angreifer. Und wir nutzen die Gelegenheit. Hier schön uns auszuruhen. Chemisches Ungleichgewicht. Was habe ich denn da gemacht? Warte mal, was war denn ein chemisches Ungleichgewicht? Ach so. Das hat noch was ausgelöst einfach, wa? Hier. Hat eine Chance, automatisch die nächste Aktion auf der Liste für 0 AP zu benutzen. Und das wäre dann süßes hier. Geil. Das heißt, ich mache jetzt mal Schärfen. Hatte ich schon wieder vergessen irgendwie. Der heilt. Daneben. Tot. Brauche ich das? Brauche ich Multitalent? Ich kann das natürlich mit meinen anderen teilen dann. Ja, komm. Das kann eigentlich eine ganz geile Taktik werden. Kassetten sind interessant. Morbid statt Schlüssel. Süßes haben wir schon. Hier. Eine Kassette mit Pelzimitat. Mit Pelzimitat.
Hat eine sehr hohe Effizienz beim Aufnehmen von Monstern des Bestientyps, bei Kindern beliebt. Und warum geht das jetzt nicht auf? Schade eigentlich. Moin. Ja, moin. Unglaublich, dass mich Bruder Cooper in den Wachdienst gesteckt hat, nach dieser ganzen Graberei. Ich bin das hingebungsvollste Kind des Kummers. Vielleicht kann ich mich ihm gegenüber beweisen, indem ich dich besiege. Ich sag mal so. Du hast keine Chance. Metallbeschichtung? Das ist, glaube ich, jetzt eher schlecht. Für den Kampf. Naja. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Sprühen. Ein Blütenmaul. Da wäre jetzt Feuer halt schön. Haben wir. Da ist Erde, glaube ich, schlecht. Egal, ich mach's einfach mal trotzdem. Das passiert dann nämlich, genau. Ich krieg den jetzt trotzdem mit dem Multischuss kaputt. Hauptsache, der wird noch ausgesaugt. Obwohl der Kampf vorbei ist. Ich bin nicht gut genug. Nee. Tatsächlich nicht. Mann, nach der ganzen Graberei habe ich mächtig Hunger. Und jetzt muss ich auch noch mit leerem Magen gegen dich kämpfen. Arg. Die wollten bestimmt so einen Bahnhof ausgraben. Machen wir zufällig. Immer noch. Und dich verbrenne ich mal. Eistarnung. Ob das gut ist, weiß ich nicht. Aber besser als wie ein Feuervieh hier rumzulaufen. Eis. Das macht, glaube ich, gegen Erde jetzt nicht so viel. Ist da schon eher hilfreich. Was wirst du jetzt? Ein Kohlekessel. Doppelaktion. Ich weiß nicht, was das da gebraucht hätte. Oh, der hat Wasser. Ach! Ich erkenne gerade was. Nämlich, dass ich das nicht dass ich diese Wasserattacke nicht ausgewählt habe. Und das ist schlecht. Bumm. Kriegt auch noch eine AP zur Rückerstattung. Ich glaube, es hackt. Machen wir einfach. Ich weiß, dass der dann hier, das bekommt. Aber ich krieg den trotzdem kaputt jetzt. Warum habe ich denn noch kein Wasser dem ausgerüstet? Ich will doch nur ein Sandwich. Kassette ansehen, Sticker bearbeiten. Ich würde fast glühende Kohlen ersetzen. Mit Kochen, ja. Genau das wollte ich haben. So. Hui. Hui. Ah, moin.
wäre halt sehr geil, wenn ich vorher nochmal heilen könnte. Muss ich dafür nochmal raus? Wir speichern jetzt erstmal. Weiß jetzt nicht. Machen wir mal so. Und die Rüsselampel machen wir auch hier hin. Mal schauen, was dann, was da wird. So. Würde das Publikum bitte ruhig sein? Wer ist das denn etwa? Mein Ersatz? Unheimlich. Oh, sie war auch mal so wichtig. Dorian wird nun sprechen. Oder wird geopfert? Oder nee. Nee. Geil, alle haben mega die Roben an und der hier so. Wie läuft's denn so? Mann, was für ein tolles Publikum ihr doch seid. Hört zu, Leute, Kinder des Kummers oder was auch immer. Ihr habt beim Graben unheimlich tolle Arbeit geleistet. Ernsthaft, das Loch ist wirklich allererste Sahne. Diese Grube ist so tief wie eure Hingabe für unsere Sache. Das ist wie eine Metapher. Als ich zum ersten Mal das Flüstern in meinem Kopf hörte, das mich unter die Erde führte, wusste ich, dass ich das nicht allein schaffen kann. Und natürlich hatten wir Höhen und Tiefen. Aber wir haben es geschafft. Vorhang auf. Der Schlangengott erwartet uns, Leute. Schon bald werde ich die Kammer betreten und mit ihm um einen Anteil an seiner göttlichen Macht feilschen. Und um mich zu begleiten, ist unsere verlorene Tochter zurückgekehrt. Nicht wahr, Kaylee? Oh nein. Kaylee, Schätzchen, jetzt mach nicht so ein Gesicht. Natürlich habe ich davon erfahren, dass du dich uns bei unserer großen Party anschließt. Hast du deiner Begleitung nicht erzählt, dass du geholfen hast, diesen Ort hier an meiner Seite zu führen? Gagamilos, tut mir leid, das erkläre ich später. Erstmal müssen wir das hier aufhalten. Du hast nicht an mich geglaubt, oder? Tja, wie es aussieht, hatte ich die ganze Zeit recht, Baby. Unter unseren Füßen befindet sich ein waschechter Erzengel. Wir haben gegen Erzengel gekämpft, Dorian. Falls du da reingehst, wirst du sterben. Wenn du und deine Begleitung so viel Erfahrung haben, dann komm doch einfach mit. Na los, seh zu, wie ich mit meinen neuen Erzengelkumpel zu einer Gottheit aufsteige. Jacqueline, die Plattform bitte, wie du wünschst. Wir sehen uns dann drinnen, Kaylee. Wie ich den Kerl hasse. Na los, halt mit diesen Idioten von dem ab, was auch immer er vorhat. Und alle hier sind wieder weg. Ja, aber vorher würde ich ganz gerne noch mich heilen. Weil jetzt so gehe ich da doch nicht rein. Schlafen. Geht nicht. Hab ich das Geld? Money! Money in the bank. Gehe ich jetzt nochmal raus? Nee, wir versuchen das jetzt so. Ist mir wurscht. Wieder dieses Gefühl wie ein Rauschen in meinem Gehirn. Die Luft schmeckt nach Metall. Mir tut schon der Kopf weh, wenn ich nur hier bin. Okay, Metall. Metall, Metall, Metall. Da ist das hier nicht gut. Brauchen wir Feuer? Das kann okay sein. Das weiß ich jetzt nicht. Wir haben ja gespeichert. Yeah. Kaylee, Kayleys Begleitung. Ihr habt es geschafft. Ich habe die taktische Entscheidung getroffen, den Plan zu erweitern. Wie bitte? Kaylee und ihre Begleitung gehen vor. Falls der Erzengel sie nicht sofort tötet, gehe ich rein und lasse meine süßen Worte erklingen. Du bist ein Trottel und wirst dich noch umbringen. Hier zuerst. Wieso soll ich denn jetzt? Oh. Tut tut! Noch ein Erzengel. Es ist genauso schmerzhaft, ihn anzusehen wie bei den anderen. Das stimmt. Habt ihr meinen Ruf vernommen? Wollt ihr euch euren Tribut entrichten? Wollt ihr für mich brennen? Wird schon schief gehen. Oh, großer Erzengel! Ich habe deinen Ruf vernommen und bin zu deiner Residenz gereist. Für meine Loyalität erbitte ich höflich. Kann ich gar nicht lesen. Wird einfach kaputt gemacht. Urteil. Von mir nimmt man nichts, mir gibt man nur. Alter! Das fand ich lustig. Ich habe ihm doch gesagt, dass es so kommen würde. Na los, Gagamilos, halten wir das Ding auf, bevor es noch jemanden tötet.
Erzengel Morbidstern, Schlangengott. Präventivschlag. Scheiße. Fusionieren. Ich habe Angst, dass das schief geht gleich. Feuerampel. Na gut. Das weiß ich schon. Naja, es bringt halt leider fast gar nichts. Kann der zweimal angreifen? Oder was passiert hier gerade? Wir müssen den auf jeden Fall... Was ist ein Apfelbaum? Wieso kann der so oft angreifen? Warte mal, was ist denn hier los? Machen wir hier einen Stau? Oh oh, das greift er gleich an. Das nach Angriffen des Wassertyps zurückbleibende Wasser wird von den Wurzeln von Zielen des Pflanzentyps absorbiert und heilt sie mit der Zeit. Ah, Mist. Apfel genommen und gegessen. Und was heißt das jetzt? Urteil ist böse. Na, das hier muss wahrscheinlich erstmal kaputt gehen. Ist ja immer noch Pflanze. Und... ihn hier vergiften, das könnte klappen, und du provozierst mal. Ja, vergiften ist wichtig, weil das prozentual abzieht, und das habe ich halt jetzt vorher noch gar nicht geschafft. Und der greift so oft an, da braucht er wirklich Attacken gegen sich, die ihn Sachen abziehen. Das ist wichtig. So. Wir schärfen. Und du schläfst aus, würde ich sagen. Donnerexplosion. Das ist mir okay. Finde ich okay. Jetzt macht die Mutter den Mund. Fies. Sollte ich jetzt in der Kombination eigentlich schaffen. Zufällige Schwächung. Leitend. Ja, dieses Multiziel ist natürlich bescheuert. Aber das ist gut, weil es leitend ist, kriegt es immer wieder Abzüge gerade. Präzision erhöht, schlecht. Körperrufen klappt natürlich nicht. Das wird jetzt gleich wehtun. Wieso hat denn der alles? Der hat alles! Racheschlag, das, dies, jenes. Bumm. Aber ist das auch Elektro? Ja, leitend. Sehr gut. Bin ich tot? Das ist schlecht. Oh.
Bin ich vergiftet? Was ist denn hier los? Der ist leider halt Blitz. Was passiert? Ich hab wieder einen Apfelbaum gepflanzt. Urteil. Ja, es ist gut, wenn ich den jetzt hier gerade so kaputt kriege. Aber ich hab halt... Ah, jetzt krieg ich noch den Apfelbaum ab. Der heilt mich. Ich bin gerade so kaputt. Scheiße. Ich meine, wenn ich vorher besser geheilt gewesen wäre und ich hätte auch nicht fusionieren dürfen. Das war auch ein Fehler. Weil dann kann man den zweimal angreifen mit verschiedenen Effekten. Bei dem Gegner war das jetzt ein bisschen kritisch. 14% erhöht wird meine Ausdauer 4 Sekunden lang gleiten. Ich finde es sehr lustig, dass der Dorian einfach kaputt ist. So, willst du dieses Land verlassen? Hör gut zu, hör auf mein Lied. Bist du der Aufgabe gewachsen? Kannst den Weg du gehen, der vor dir liegt? Nach Westen müssen deine Flügel flattern, an den Ort, den nur ich kenne. Denn dort liegen meine Kammern, ihre Hallen sind nun leer. Der Rest des Lieds ist unverständlich leise. Moin, Morbidstern, richtig? Junge, was habe ich für ein Stellenangebot für dich? Das wird der super Endgegner wahrscheinlich. Hier sind Menschen reingekommen. Verschwindet, ja? Dorian. Sorry. Tut mir leid, aber das ist seine eigene Schuld. Wir sollten hier verschwinden. Die Luft schmeckt nach Tod. Ich finde das so lustig. Tut mir leid. Die Gemeinde wird ihre Tore öffnen. Wir werden versuchen, zum Rest von Neuveral zu finden. Wir wollten nur Führung, aber niemals. Ich weiß, die Leute in dieser Gemeinschaft sind keine schlechten Menschen. Ihr müsst nur auf der Hut vor denen sein, an denen ihr glaubt. Vor denen sein, an die ihr glaubt. Das war ziemlich heftig. Wie fühlst du dich? Das wird schon wieder. Ich fühle mich furchtbar, weil ich Dorian so lange geholfen habe, aber ich habe ihm mehr vorzuwerfen als mir selbst. Ich habe die Kinder des Kummers ungefähr zur selben Zeit wie er gefunden. Ich brauchte dieses Gefühl, zu einer Gemeinschaft zu gehören. Er und ich wurden gute Freunde und ich war so eine Art Assistentin für ihn. Ich weiß nicht, ob es sich einfach nur nach und nach verändert hat oder niemals gut war, aber Dorians Macht über die Bewohner von Morbidstadt wurde zu etwas Finsterem. Alles drehte sich um ihn, seine Wünsche, seine Träume und seine Einbildungen. Das war nicht mehr die Gemeinschaft, die ich mir so sehr gewünscht hatte. Die Leute waren verletzt und ich half ihm, alles auszubügeln. Nein, ich war nicht seine Assistentin, ich war seine Ausputzerin. Lange Zeit hatte ich das Gefühl, etwas Gutes zu tun. Zu helfen, einen positiven Status quo beizubehalten, selbst wenn Leute ab und an verletzt würden. Ich bin kein guter Mensch, Gargamelos. Doch, das bist du. Schön, dass du das so siehst. Ich hoffe, dass es allen besser geht, nachdem er jetzt fort ist. Vom Weg abgekommene Menschen suchen Führung und genau die hat Dorian ihnen geboten. Tja, ein weiterer Erzengel ist erledigt und ich werde dir helfen, auch noch den Rest zu finden. Quest abgeschlossen. Lorenzo Farway. Oh. Du kannst nach einer Fusion mit Kelly jetzt Fusionskraft nutzen. Fusionen mit Kelly haben jetzt 10% Stärke. Und noch ein Erzengelkampf, der mit einem Erscheinen des Dreieckmanns geendet hat. So langsam erkenne ich ein Muster. Ja, ein Dreieck. Wie dem auch sei, du meintest, das Lied, das du in deinem Kopf hörst, wird länger. Wie lautet denn die nächste Zeile? Denn dort liegen meine Kammern, ihre Hallen sind nun leer? Das ist noch immer zu vage und keine große Hilfe. Wir müssen einen weiteren Erzengel finden. Okay, lassen wir es krachen. Wohin geht's als nächstes? Hast du das Gerücht gehört, dass auf dem Herbsthügel irgendwas passiert? Hä? Da bin ich doch gerade. Das könnten wir uns doch mal ansehen.